Mandzukic soll provoziert haben. Stürmer Mario Mandzukic soll wegen angeblich provozierenden Verhaltens aus dem Kader des FC Bayern für das DFB-Pokalfinale gegen Dortmund verbannt worden sein. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll sich FCB-Trainer Pep Guardiola besonders über Mandzukic Fehlverhalten nach der 0:4-Pleite im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid geärgert haben. Die anschließende Kabinenansprache von Guardiola soll der Kroate grinsend verfolgt haben. Zudem soll der Torjäger wiederholt in Übungseinheiten überhart gegen Mitspieler eingestiegen sein. Andersen will nach Nürnberg. Den früheren Bundesliga-Trainer Jürgen Andersen würde der Job als Coach beim 1. FC Nürnberg sehr reizen. Das würde ganz gut passen, sagte Andersen im Gespräch mit Sport1. Der Club sei ein großer Verein, bei dem er als Spieler eine schöne Zeit gehabt habe. Als ehemaliger Clubspieler habe er eine enge Verbindung zum FCN. Für den 51-Jährigen wäre es eine große Herausforderung, mit dem Verein den Wiederaufstieg zu schaffen. Er habe mit Mainz bewiesen, dass er eine Mannschaft in die Bundesliga bringen könne, so Andersen weiter. Der Bundesliga-Aufstieg 2009 mit den Rheinhessen ist für den 51-Jährigen der bisher größte Erfolg seiner Trainerkarriere. Frankfurts Trainersuche vor dem Ende. Die monatelange Suche eines Nachfolgers für Armin Fee bei Eintracht Frankfurt könnte bald beendet sein. Sportdirektor Bruno Hübner hat dem zögerlichen Wunschkandidaten Roberto Di Matteo eine Frist gesetzt. Bis Ende der Woche wollen die Hessen eine Entscheidung des Italieners. Via Eintracht TV bat der Sportchef die Frankfurter Fans um noch etwas Geduld. Man arbeite an der für den Verein besten Option. Der Posten müsse so besetzt sein, dass es lange halte, so Hübner. Man verspreche, eine große Lösung zu finden. Ronaldo kann im Finale spielen. Knapp eine Woche vor dem Finale der Champions League zwischen Real Madrid und Stadtrivale Atletico hat Realtrainer Carlo Ancelotti Entwarnung gegeben. Sowohl Cristiano Ronaldo als auch Karim Benzema würden spielen können, sagte der Italiener nach dem letzten Ligaspiel der Saison gegen Espanyol Barcelona. Wäre es ein Finale gewesen, hätte Ronaldo schon im Ligafinale gespielt. Sami Khedira hingegen muss um seinen Platz in der Startelf bangen. Asier Iyarramendi habe gut gespielt zuletzt. Er habe mehr Aussichten aufs Finale, so Ancelotti weiter. Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag. Immer 18:30 Uhr. Auf Sport1.